Du bist zurück. Was hast du rausgefunden? Zu viel, denke ich. Was ist passiert? Ich habe Amaru das Verschlüsselungsrad gegeben. Es hat keinen Wert für die Rebellion. Das Rad ist etwas Persönliches. Ein Andenken, das Amarus Liebe für seinen Bruder Sairi repräsentiert. Die Codes führen zu mehreren Verstecken der Brüder, die in der Stadt verteilt sind. In einem waren Lebensmittel von Trinity gegen die Hungersnot. Aber Sairi hat das nie erfahren, weil er da bereits tot war. Amaru war nicht immer so, wie er jetzt ist. Trotz aller Fehler ist er überzeugt, das Beste für Paititi zu tun. Ich weiß. Diese Stadt und ihre Einwohner hat er immer in seinem Herzen getragen. Zusammen mit seiner Trauer. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren und sie für ihre Sache begeistern. Ja, jeder mag Sieger. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl, mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Ich
Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. Murieron por tu culpa. Se suponía que debías estar atento al fuego. ¿Cómo te fue hoy? Estuviste tomando muestras de suelo en el noreste, ¿verdad? Sí. El nivel de mercurio fue un poco... Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut. Für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Was machst du da? Ich versuche, das blöde Wandbild zu lesen. Avil, mehr Respekt. Tut mir leid, Au. Ich respektiere Kukulkan. Ich studiere die Wandbilder, um eine Schlangenwache zu werden, wie mein Vater. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Aber was ist, wenn ich die Lektion nicht verstehe, die sie lehren? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wirklich, Mayu? Nein, Kind. Dein Vater würde sich bestimmt freuen, dass die Au dir geholfen hat. Großartig. Ein Teil von dem hier habe ich. Wasser. Also irgendwas mit Wasser. Glaube ich. Die anderen muss ich mir noch ansehen. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Ich bin hier. Ich bin übrigens Lara. Avil. Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde, Amun, der Gott des Getreides. Gleite in ihm wie ein Vogel, aber atme nicht. Wasser? Also er muss Chuck sein, der Gott des Regens. Das ist furchtbar. Er tilgt die Dunkelheit und bringt den folgenden Tag. Das ist die Sonne. Kinichahau ist der Sonnengott. Alle Götter auf den Wandbildern schenken Leben und nehmen es auch. So entsteht ein Gleichgewicht. Die Wandbilder lehrten die Dualität von Leben und Tod. Schwere Kost für ein Kind. Hallo? Sei gegrüßt, Au. Weißt du schon? Das ist furchtbar. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Danke, Au. Kein Mann, wir haben nicht gedacht, wir haben nicht gedacht, wir haben nicht gedacht, wir haben nicht gedacht.
Entschuldige, Ao, aber du darfst nicht rein. Die Menge ist wütend. Wenn ich weggehe, stürmt sie los. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Kluge Strategie, Ao. Eine Tragödie. Ich muss zu Kshoko. Da ist etwas. Wurdest du nicht über Sumaks Tod informiert? Oh doch, Rau. Er war ein großer Mann. Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ja, Rau. Ich spiele. Jetzt ist es ruhig. Tritt ein. Wie ist das passiert? Als wir ankamen, stritt Kshoko, die Herrin des Hauses, mit ihrem Diener Taruka. Sumak lag tot zwischen ihnen. Taruka war voller Blut. Hat Kshoko den Mord gesehen? Nein. Sie kam vom Markt nach Hause und fand Taruka über Sumak gebeugt. Hat Taruka gestanden? Er sagt, er sei unschuldig. Aber nun bist du hier, Ao. Kaum jemand lügt, wenn die Götter ihn prüfen. Wenn er gesteht, sprich mit Pakal, dem Ermittler. Er ist oben bei der Leiche. Grüße, Ao. Was hast du gefunden, Pakal? Sumak wurde mehrfach in den Hals gestochen. Die Waffe war spitz und sehr scharf. So wie ein Pfeil oder ein Messer? Was es auch war, jetzt ist es weg. Wir haben den Raum durchsucht. Dann hat der Mörder die Waffe mitgenommen. Darf ich mir die Leiche ansehen? Natürlich. Mögen die Götter dich sehen lassen, was ich nicht sehe. Hallo, Kshoko? Ja, Ao. Ich weiß, das ist schwer, aber du musst mir sagen, was passiert ist. Ich war auf dem Markt mit... Oh, der arme Sumak. Lass dir Zeit. Fang ganz von vorne an. Du warst also auf dem Markt. Ja, mit Akna. Ich wollte Pokchuk machen. Das ist... war Sumaks Lieblingsgericht. Akna? Eine meiner Dienerinnen. Was passierte, als du heimkamst? Ich fand Taruka in der Küche, über Sumak gebeugt. Seine Hände waren voller Blut. Ich schrie und die Wachen kamen. Hatte er eine Waffe? Nein. Hast du ein lautes Geräusch gehört, als du kamst? Nein, natürlich nicht. Was war mit Agner? Was soll mit ihr sein? Sie war bei mir. Sie hat mich zum Markt und zurück begleitet. Wo ist sie jetzt? Sie ruht sich aus, in ihrem Zimmer. Es war ein Schock für sie. Ich werde mit ihr reden. Aber, ja, natürlich. Wie du wünschst, Ao. Das krieg ich nie. Hallo, Agner. Ao, vergib mir, ich dachte, du wärst die Herrin. Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Lässt sich das Tor öffnen? Das Tor? Nein, 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 es ist kaputt. Es ist schon kaputt seit sehr langer Zeit. Agner. Oh, ich werde einen anderen Weg finden. Ja, Ao, wie kann ich helfen? Du hast gesagt, du hast auf dem Feld gearbeitet. Hattest du Werkzeug bei dir? Nein, nach dem Angriff der Rebellen hat der Kult die Werkzeuge eingezogen. Wir müssen sie abgeben, wenn wir das Feld verlassen. Als Kshoko reinkam, war Agner da bei ihr? Nein, Kshoko war allein. Agner war nicht dabei. Warum?
Danke, Taruka. Wie gesagt, der Diener Taruka hatte Blut an seinen Händen. Ja, Au? Hat jemand Kshoko zum Zeitpunkt des Mordes an Sumak auf dem Markt gesehen? Ihre Dienerin Akna war dabei. Warum? Taruka sagt, ein Tor sei zugefallen, als er heimkam. Dadurch hat er die Leiche erst entdeckt. Kurz darauf kam Kshoko. Das ist korrekt. Wo ist dann die Mordwaffe? Wir haben sie gesucht. Sie ist nicht im Haus. Wir übersehen etwas. Ich rede mit Akna. Mal sehen, was sie weiß. Wie du wünschst, Au. Das ist wenig Blut für eine Stichwunde. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Was ist los, Au? Wo war Akna, als du deinen Mann gefunden hast? Was? Sie war bei mir. Taruka sagt was anderes. Und du schenkst einem Diener mehr Glauben als mir? Ich will nur die Wahrheit. Vergib mir, Au. Ich weiß nicht, was Taruka damit gemeint hat. Akna war hinter mir und ging wohl auf ihr Zimmer. Wenn sie nervös ist, fängt sie an zu putzen. Das krieg ich nie sauber. Taruka ist schuldig, Au. Ganz sicher. Untersuche die Leiche, Au. Vielleicht findest du etwas Neues. Du findest bestimmt etwas, das meine Unschuld beweist. Völlig klar, was passiert war. Der Diener hat seinen Herrn getötet. Stell dir vor, im eigenen Heim ermordet. Vom eigenen Diener. Das krieg ich nie sauber. Es war nur eine Frage der Zeit. Ha, ich wusste es. Au, hallo. Ist es wahr? Sumak wurde ermordet? Ja, ich suche Akna. Ich habe Fragen an sie. Die Dienerin? Das ist doch Zeitverschwendung. Sie weiß überhaupt nichts. Sie sieht ja nicht mal, was jeden Tag direkt vor ihren Augen passiert. Was soll das heißen? Verzeihung, Au. Es ist nicht an mir zu sprechen. Wenn du etwas weißt, sag es. Sagen wir, Kshoko und Sumak führten keine sehr leidenschaftliche Ehe. Kshoko war an Ikal interessiert. Ikal? Sumaks Geschäftspartner. Waren sie Freunde? Ich glaube, sie waren viel mehr als das. Danke für die Information. Gern geschehen, Au. Stell dir vor, im eigenen Heim ermordet. Vom eigenen Diener. Völlig klar, was passiert war. Der Diener hat seinen Herrn getötet. Bitte hilf mir, Au. Bitte. Ich will nur, dass dieser Tag vorbei ist und die Gerechtigkeit siegt. Das krieg ich nie sauber.
Isik, willst du eine Geschichte hören? Ai! Shunampila Witch! Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllt. Thank you.
Baştani. U ujesh. Voima. Da ist etwas. Anscheinend wurde die Leiche verschoben. Auf dem Boden sind Blutspuren. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Taruka ist schuldig, Au. Ganz sicher. Untersuche die Leiche, Au. Vielleicht findest du etwas Neues. Wie gesagt, der Diener Taruka hat bestimmt Blut etwas, das meine Händen. Unschuld beweist. Eine Tragödie. Ich muss zu Kshoko. Das krieg ich nie sauber. Ich wusste es. Hier ist anscheinend vor kurzem etwas passiert. Dieses Messer könnte die Mordwaffe sein. Leg's zurück, du musst. Die Herrin sagt, wenn es jemand sieht, bekommt sie Schwierigkeiten. Wieso denn Schwierigkeiten? Bitte, Ao, lass mich. Wenn der Herrin irgendetwas zustößt. Du musst mir jetzt alles sagen. Die Herrin hat mich nicht zum Markt begleitet. Als ich wieder in mein Zimmer kam, war das Tor kaputt und überall war Blut. Als die Herrin die Wachen rief, sollte ich das Messer verstecken. Es tut mir so leid. Danke für deine Ehrlichkeit, Agna. Bitte. Bitte vergib mir, Au. Bitte vergib mir.
Kshoko wird vor Gericht kommen. Noch mehr Blut. Jemand wollte das wegwischen. Hier muss Schumacher getötet worden sein. Die Leiche muss die Antworten haben, die wir suchen. Bitte, ich will nur, dass dieser Tag vorbei ist und die Gerechtigkeit. Ich bin unschuldig. Bitte hilf mir, Au. Pakal, Taruka ist unschuldig. Schumaks Frau Kshoko hat ihn getötet. Ich habe das Messer gefunden. Verhaftet sie! Nein! Kshoko war nicht auf dem Markt. Sie hat gewartet, bis Taruka und Agna weg waren und hat Schumak dann mit dem Messer erstochen. Das stimmt nicht! Schumak ist da hinten gestorben. Kshoko hat seine Leiche verschoben, damit Taruka sie findet. Du lügst! Dann hat sie das Tor zugeschlagen, damit Taruka aufmerksam wird. Sie hat Agna befohlen, das Messer zu verstecken und anschließend Taruka den Mord angehängt. Ruhe! Du kommst auch noch dran! Bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Kshoko, eine Mörderin. Ich kann's nicht glauben. Armer Schumak. Taruka, du bist frei. Danke, Au. Es gibt Gerechtigkeit. Manchmal. Und dich, Matakati Kakak, sie bitten.